Willkommen zurück bei Kassettenbies. Bei der letzten Folge gab es ja einen tragischen Todesfall, bei dem Dorian als Fettfleck geendet ist durch den Erzengel. Und wir suchen uns jetzt eine schöne neue Mission. Wir wollten, glaube ich, dieses Holzgesicht suchen, aber vorher spreche ich mal mit dem hier im... Wie ich hörte, führt Captain Gladiols Patrouillenrouten sie durch den Friedhof westlich von Hafenstadt. Was meinst du, wohin sie unterwegs ist? Okay... Das ist weit weg, das machen wir ein andermal. Ich würde sagen, einmal in der Gilde vorbeischauen, schauen, was man Neues kaufen kann. Intro und dann Holzgesicht jagen. Nein, nicht Holzgesicht jagen. Hey. Hallo, Blutzack. Endlich treffe ich dich einmal, mein alter Freund. Ich bin der Jobagent. Sorry. Tut mir leid. Ist das zu laut für dich? Vielleicht ist es so ein wenig einfacher für dich. Ich dachte mir, wir könnten ein kurzes Treffen einplanen. Nur ein kurzes. Hey! Der Dreiecksmann! Was bist du und was willst du? Und was willst du von meinem Freund? Ah, wo sind nur meine Manieren? Ich sollte mich erst einmal vorstellen. Bist du ein Erzengel? Archangel. Erzengel? So nennt ihr uns? Wie belustigend. Das ist ja lustig, lustig, lustig. Ich persönlich? Euresgleichen hat mir schon viele Namen gegeben. Arthur, Alexander, Agamemnon. Alas, aber, I am Aleph. Aber am Ende bin ich Aleph. Einfach nur Aleph. Ihr könnt mich El nennen, wenn ihr wollt. Aber bitte nicht an El Bandi denken. Er ist auf jeden Fall höflich. Das kann man nicht anders sagen. Aber pass auf, irgendwie ist der Typ mir unheimlich. Ich war einige Zeit lang mit einem alten Freund beschäftigt. Zum Glück ist diese Situation nun behoben, müsst ihr wissen. Und nun kehre ich zurück und sehe, dass sich weitere Angehörige meines Volkes auf dieser Insel befinden. Noch mehr Erzengel. Das sind in der Tat spannende Zeiten, meine Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Die Neuankömmlinge sind wild und unkoordiniert, aber ich erkenne großes Potenzial in ihnen. Ja, ja, großes Potenzial für meine private Armee. Daher muss ich euch bitten, euch nicht in den Aufbau meines Teams einzumischen. Wäre das vielleicht möglich, dass ihr euch von euren Erzengeln zurückhaltet? Tatsächlich muss ich euch auffordern, nicht mehr nach meinesgleichen zu suchen. Lasst diesen Käse. Aber die Erzengel sind der Schlüssel, um Neuviral zu verlassen. Oh, wie belustigend. Du willst einfach nur weg? Ist das alles? So eine profane, simple Sache? Ja, natürlich. Ich kann dich wegschicken. Gar kein Problem. Das Einzige, was ich nicht transportieren kann, bin ich selbst. Ein Spiegel kann sich nicht selbst reflektieren, musst du wissen. Das gefällt mir nicht, Blue. Irgendwas stimmt hier doch nicht. So be it. So sei es. Ich werde dir deinen Wunsch gewähren. Please don't come back. Komm bitte nicht wieder. Bleib einfach weg, du kleiner Emporkömmling. Really? Wirklich. I mean it. Ich meine es vollkommen ernst. Nicht, was du wolltest. Binde dich an einem weit entfernten Ort wieder. Na super. Okay, das zerstört gerade alle unsere Pläne.
Okay, die Folge wird anscheinend ganz anders laufen, weil jetzt ein wichtiger Teil der Handlung anscheinend passiert. Kann das nicht lesen. Ich kenne nicht mal die Sprache. Oh, was hat der Typ hier gemacht? Okay, das könnte ein Crash sein. Nee, geht weiter. Okay, ein kleiner Hakler. Bringt mich dazu, dass wir mal speichern wieder. Das gefällt mir nicht. Ein riesiges Schwert hier. Okay. Da ist der Typ drauf auf der Zeichnung. Das gefällt mir auch nicht. Hey, Sugar. Geheimnisvolle Frau. Du siehst aus, als hättest du dich verlaufen, Horny Baby. Brauchst du einen Ort zum Übernachten? Komm rein. Bereite dich auf die Apokalypse vor, okay? Du hast Glück, dass ich dich gefunden habe, Schätzchen. Wir sind jetzt an Bord eines UFOs. Call me Miss Amber. Nenn mich Mrs. Amber. Ich bin das Gesicht von bei Amber. You're mighty lucky. Du hast großes Glück. Bei Amber ist nicht oft in diesen toten Welten unterwegs. Wirklich großes Glück. Toten Welten. Das klingt alles nicht gut. Bitte, fühl dich ganz wie zu Hause. Schau dich um, sprich mit uns. Genieße es. Wir sind gerade unterwegs, also können wir eh jetzt aktuell nirgendwo hin. Weit von zu Hause. Finde an einem weit entfernten Ort Hilfe, okay? Hey, Sugar. Hey Schätzchen, wie kann ich dir helfen? Was ist das für ein Ort? Well. Bei Amber, Schätzchen, wirklich, habe ich dir doch gesagt. Wir bleiben normalerweise nicht lange an einem Ort. Manchmal brauchen Leute wie du Hilfe. Also bieten wir sie ihnen an. Wir hatten im Laufe der Jahre schon eine sehr vielfältige Kundschaft. Daran besteht kein Zweifel. Wie schon gesagt, ich bin Mrs. Amber, das Gesicht dieses feinen Etablissement. Keine Sorge, du bist nicht in Gefahr. Du bist nicht die erste Seele, die mit diesem Gesichtsausdruck hier hereinspaziert ist. Was ist hier los? Ach, du bist ja niedlich, mit deinem Blick wie ein Welpe, der sich verlaufen hat, so unwissend. Keine Sorge, das ist alles keine große Sache. Du sitzt auf einer Welt fest, die seit 1000 Jahren tot ist. Seit 1000 Jahren tot. Tja, ich habe dich einfach nur aufgelesen und mitgenommen. Take Okay. care. Bis dann, Schätzchen. Bist du zum ersten Mal bei Ember? Bei Ember ist wirklich einzigartig. Wenn ich könnte, würde ich ewig hier bleiben. Das ist ein gut polierter Spiegel, allerdings scheint er nicht zu reflektieren. Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam, aber. Was haben wir denn auf der Seite? Der sieht auch interessant aus. Mrs. Amber weiß, wie man diesen Laden führt. Ja, das glaube ich langsam auch. So, eine interessante Karte. Das sieht doch wie dieses Dreieckswesen aus und alle verneigen sich vor ihm, hä? Eine einfachere Zeit. Okay, der hat doch alle unterworfen hier, oder wie sieht das aus? Guck mal, und da hier rechts neben ihm ist der Erzengel, den wir da zusammensetzen wollen, oder? Bist du mit Alep befreundet? Well.
Damals, in der guten alten Zeit, waren wir so etwas wie eine Familie. Es gab eine ganze Gruppe von uns und wir hatten ziemlich viel Spaß, das muss ich schon sagen. Es war ziemlich cool. Alep war so etwas wie der Anführer. Ich meine, natürlich war er das. So ist es halt, nicht wahr? Einer muss das Sagen haben. Und ich? Ich war die Mitfahrgelegenheit und Morgante war der Hüter der Tür. Aha, und Morgante ist jetzt zersplitterte Engel anscheinend, okay. Aber manchmal entwickelt man sich eben auseinander. Manchmal wird es am Ende unschön, wirklich unschön. Also habe ich alles hinter mir gelassen. Guck mal, das große Schwert in der Hand könnte auch das Schwert sein, was in der Welt da steckte. Okay. Alep versucht bestimmt noch immer einen Weg von dieser Insel zu finden. Selbst jetzt. Es wäre immer noch möglich. Aber ich, alte Hexe, werde ihm bestimmt nicht sagen, wie das geht. Natürlich nicht. Lass ihn mal ruhig schwitzen und suchen. Ich will dich jetzt aber nicht weiter mit Geschichten über vergangene Zeiten langweilen. Bist du ein Erzengel, Amber? Ich? Tja, ich habe es dir doch gesagt, Blutsack. Ich bin einfach nur das Gesicht dieses Etablissements, mehr nicht. Bei Ember ist die eigentliche Attraktion. Außerdem solltest du doch alles darüber wissen, wie es ist, mit einem Avatar durch die Gegend zu laufen, oder etwa nicht. Zwinker, zwinker. Keine Sorge, ich sage es niemandem. Oh Gott, ich glaube, wir sind zu unwissend, was hier passiert. Now. Also, ich schätze, du bist auf diesem Felsen gestrandet, weil Alep dich wegtransportiert hat, oder? Und vorher warst du auf Neuviral? Diese Insel ist wie eine Fliegenfalle. Die Leute schlüpfen durch die Maschen und landen dann hier. Da hattest du ganz schön Pech, Schätzchen. Wirklich, du bist kein Glückspilz. Aber was die Sache mit unserem Freund mit dem Dreieckskopf angeht, es ist nicht deine Schuld, dass du in unserem alten Schlamassel hineingeraten bist. Das ist reiner Zufall. Also nehme ich dich mit, nur dieses eine Mal. Komm. Dieser Spiegel führt dich an den Ort, an den du gehen musst. Wo das allerdings ist, nun ja, das bestimme nicht ich. Geh hindurch, wenn du bereit bist. Also, was meint die mit Avatar? Alles sehr seltsam hier. Bis dann, Schätzchen. War schön. Wirklich schön, dich kennenzulernen. Und wenn du keine Freundin hättest, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber ich muss weiterreisen. Oh, und tu mir bitte einen Gefallen. Unser Freund L sollte nicht erfahren, dass ich dir geholfen habe, ja? Kannst du das bitte für dich behalten? Oh, Blutsack, ich dachte kurz, ich hätte dich verloren. Mein Herz, meine Seele, meine Fusionsgemeinschaft. Wie kannst du mir das nur antun? Was hat er mit dir gemacht? Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist dieser Dreiecksmann Alep ein alter Erzengel, der genau wie wir anderen auf Neuviral festsitzt. Okay, soweit habe ich es verstanden. Und du wurdest von einer Fremden gerettet, nachdem der Dreieckskerl dich in eine andere Welt geschickt hatte. Etwas, das er mit anderen, aber nicht mit sich selbst machen kann. Alles klar. Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Wir wissen nicht, was dieser Typ vorhat, oder? Es klingt, als hätte er einen Plan. Einen, der beinhaltet, andere Erzengel zu finden. Oh.
Ich frage mich, was du gegen diesen Typen unternehmen willst. Er führt auf jeden Fall was im Schilde, aber die ganze Sache könnte eine Nummer zu groß für uns sein. Mindestens eine Nummer. Wir behalten ihn im Auge. Genau, guter Plan. Das ist mein Freund. Ha, Blutsack, du hast immer coole Ideen. Ich folge dir. Okay. 15 Minuten später fangen wir mit dem eigentlichen Plan der Folge an. Wir gehen die Gilde besuchen. Wie gesagt, das war jetzt völlig unerwartet. Hallo. So, wir haben 8 Ressourcen hier. Ja. Neuspulungen finde ich extrem wichtig. Das erhöhen wir mal. Und das nehmen wir 5% schnellerer Aufladung. Tata! Bis später. So, und jetzt gehen wir in den Park um. Ja, was war die Quest nochmal? Auf der Jagd nach einem Elf mit Holzgesicht. Okay, kriegen wir hin. Das ist schon das erste Mal schief gelaufen. Mein Musikgeschmack. Ja, was hast du denn damals so in der alten Welt gehört, Puppe? Das ist eine umfassende Frage. Ich mache Bands, mit denen sich alle Mitglieder hassen. Verstehst du das? Das ist ein Widerspruch in sich, aber es ist wirklich cool. Ja, das ist sehr spezifisch. Ich bin halt auch sehr spezifisch. Ein Blutsack kann mich garantiert gut handeln als Freundin, aber du, ich weiß ja nicht. Aber der hat ja auch nur Augen für Kaled im Moment. Ups, da ist jemand eifersüchtig. Bonjour. So, wir wollten uns doch noch eine Neuspulung kaufen. Damit wir mehr Chancen haben, wenn wir draußen sind und nicht so oft zurück müssen. Okay, jetzt schauen wir mal, was der Blechmann hier drauf hat. Okay. Ja, okay, das sind jetzt auch einfache Gegner, aber auch die muss man erstmal besiegen, ne?
So, den nehmen wir uns jetzt mal vor hier. Nimmst du Schurkenfusion in Angriff? Aber sicher doch. Immer knapp. Der sieht doch cool aus hier. Eimerkanappe und Dominotte. Das wird schwerer. So, anscheinend haben wir den geschmolzen. Das ist schon mal gut. Jetzt können wir hier den Angriff machen, der alle trifft. Ey, der wirft mit Flaschen. Okay, Metallriff hat aber jetzt irgendwie nur einen getroffen. Das war doof. So, Dominotte, tschüss. Okay, jetzt müssen wir einmal zurückspulen hier. Daneben, das gibt's doch gar nicht. Treffe gefühlt nie. Jetzt müssen wir Caleb zurückspulen. Ah, hier guck mal, wir haben diesen Eimerbecher. Kann ich den jetzt aufnehmen? Das Plastik da. Ich würde sagen, das ist das hier, aber wir probieren es jetzt erstmal mit der einfachen Kassette. Und dann müssten wir ja Plastik schmelzen können eigentlich. Geschmolzen, Gift, genau. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Mal gucken, ob
Plastik, nee, hat auch nicht mehr Chancen. Mist. So, dann werden wir auf alle Fälle... wieder die Kassette hier benutzen und wir hauen einfach weiter drauf. Ah, deswegen. Er hat sich zum Typ Gift geändert, deswegen war Plastik unsinnig. Ah, ist das doof. Sehr schön. Eimerbrecher. Eimerbrecher sind höherrangige Krieger als Eimervasoren und verfügen daher über mächtigere Kampfchassis. Die Art und Weise, wie sie Eimervasoren Befehl erteilen, lässt auf eine Art militärische Hierarchie unter ihnen hindeuten. Sehr schön. Ey, das ist sogar cool, wie sich das hier unten in der Pfütze spiegelt. Ups, Entschuldigung, Kaylade. Ja, aber die Folge ist ja dank dem Gasthaus jetzt ein bisschen länger geworden. Deswegen bleibt gesund, schaltet wieder ein und für heute ist erstmal Schluss. Ich freue mich, wenn ich euch wieder sehe. Ciao, ciao, bis bald.